Früher waren ja viel mehr Ziegen bei uns da auf der Alm. Da hat also jeder Bauer seine 30 bis 40 Ziegen gehabt, das mal 5. Kannst du sagen, 200 Gassen, die da gegangen sind. Und da hat man es halt früher schon gemerkt auf der Alm. Die Weiden, die waren viel freier, viel grasiger. Jetzt, seit man weniger Ziegen hat, ist die Verbuschung größer. Es sind viel Almunkräuter da. Und für das war es ja wesentlich besser, wenn man mehr Ziegen halten würde, für die Freihaltung der Weideflächen. Nicht? Da gibt es schon Probleme. Und jetzt probieren wir das halt gezielt ein bisschen in Koppeln einmal, jetzt einmal zu schauen, wie sich der Bewuchs ändert, wenn man intensiv die Ziegen haltet. Ich merke es da, als wir haben ja sowieso, das ist das allgemeine Thema momentan mit den alten Futterflächen. Also wenn Heidekraut, der Kranewit und so weiter, was wir ganz viel da haben, oder die Almrosen, das ist keine Futterpflanze. Und da verlieren wir halt wahnsinnig viel an Futterflächen. Da ist halt das Einzige, die Ziege prädestiniert dafür, das freizuhalten. Für die. Du hast ja Versuchsflächen eingekriegt, eine kleine. Haben wir gemacht. Die zwei Jahre beweidet wird. Und hast du da schon Erfahrungen? Siehst du da schon was? Ja, in der kleinen Fläche, da sind so Erlstauden drin. Und da sind sie noch intensiv, die Gassen, wenn sie eingezäunt sind. Mit den Stauden sind sie ziemlich abgefahren. Also das ist jetzt. Und wenn man das über Jahre sieht, also im kommenden Jahr wieder, da kann man richtig schauen, wie da wahrscheinlich rein nur mehr Gras, hochwertiges ja. Gras. Gell? Man sagt ja landläufig, dass die Blobegas der Starbuck unter die Ziegen ist. Ja, was hast du da über waffene Erfahrungen, waffene Rasseeigenschaften hat die Blobegas? Das ist also, die Blobegas hat irrsinnig einen robusten, einen stabilen Körperbau, einen breiten Rücken. Wenn man schaut und die Fiers, wenn du schaust, ist nicht wie sonst bei anderen Ziegenrassen, dass sie so feingliedrig sind. Die haben ziemlich starke Fiers, starke Klauen, also wie es eben die Starnbäcker haben. Noch, wenn du den Kopf anschaust, das Nasenprofil, das ist eben so eher der Ausdruck, ja, wie der Starnbeck. Breiter Rücken, also irrsinnig korpulente Viecher seins. Und wir schauen halt auch, wenn wir jetzt da zichten, das Fundament, also das Fußwerk, das muss schon passen. Wenn wir da Bäcker einsetzen, die, was im Fundament, im Fußwerk nicht passen, die werden halt dann auch nicht lange am Markt sein. Ja? Weil es bringt ja nichts, wenn wir da in die falsche Richtung züchten. Die sind, haben einen Bewegungsapparat dazu für die Hochlagen. Einfach, das passt gut. Und sie gehen halt mit den Starnbäck, wenn wir ins Sommer zu den Gas gehen und oft wenn wir halt in den Starnbäck zuschauen, wenn sie miteinander mit den Gas gehen, ist schon lässig. Ist halt Natur pur. Und Viech untereinander geschafft, alles leicht. Egal welches.